Die Münchner Bank wünscht Ihnen gute Unterhaltung bei Le Schön, Ihre Bank, Münchner Bank. Liebe Zuschauer, ich begrüße Sie ganz herzlich. Ja, heute wird spannend. Ich bin heute in der Josef-Angerer-Schule. Josef Angerer war ein großartiger Lehrmeister in der Heilkunde, Naturheilkunde. Und er war, wie gesagt, Heilpraktiker. Und hier ist eine Heilpraktikerschule für Menschen, die sich eben für diesen Beruf entscheiden. Und ich treffe heute die Chefin, Frau Hilpert Mühlig. Bitte kommen Sie mit. Ja, guten Morgen, Frau Hilpert Mühlig. Hallo, Herr Dr. Löscher. Freue mich sehr. Schön, dass Sie uns besuchen kommen. Danke sehr, danke sehr. Schick sind Sie. Extra für Sie. Ja, danke schön. Frisch, grün macht immer frisch. Lassen Sie uns doch mal über den, kann man sagen, den Gründer Josef Angerer reden. Er war ein großartiger Visionär der Naturheilkunde. Wie ist die Schule hier entstanden? Vor seiner Zeit. Sie gibt es seit 1936 und musste dann in der Nazizeit schließen, weil die Heilpraktiker ja zum Aussterben verurteilt waren. Und nach dem Krieg mit dem Aufbau der Demokratie in Deutschland war es Josef Angerer, der ein ganz wesentlicher Vorreiter war, diesen Berufsstand wieder zu erhalten und aufzubauen. Und vor allen Dingen die Ausbildung war ihnen ein großes Anliegen. Und deswegen waren wir auch sehr froh, dass wir ihn als Namensgeber für die Schule bekommen konnten. Jetzt lassen Sie uns doch mal reden über das Thema Naturheilkunde. Das sind ja drei Begriffe. Einmal Natur, einmal die Heilkunde oder die Heilung und dann die Kunde. Was kann man denn alles aus der Natur ableiten für den Beruf des Heilpraktikers oder der Heilpraktikerin? Also grundsätzlich eigentlich alles. Also die Denkweise, dass wir Teil der Natur sind, damit auch die Mittel der Natur nutzen können, um Heilung oder Linderung herbeizuführen. Und die Kunde der Natur beinhaltet eigentlich auch den Respekt vor der Schöpfung. Also dieser spirituelle Anteil, dass es einen Geist gibt, dass es eine höhere Sinnhaftigkeit gibt, ist ganz wesentlich auch für unsere Arbeit. Der Beruf des Heilpraktikers ist ja jetzt geschützt, aber so ganz früher sagt man ja, das ist ein bisschen Scharlatanerie, da kann man ja Spirituelles und da kann man alles so reinpacken in den Beruf, aber das ist ja ganz geordnet. Wenn wir einfach mal das Berufsbild anschauen vom Heilpraktiker oder sagen wir mal die Ausbildung hier für die Damen und Herren, wie geht denn das los? Was müssen diese Menschen für eine Fähigkeit haben, die sich für diesen Beruf entscheiden? Also wir sagen immer, für einen Heilberuf sollte man eine Berufung haben. Das ist so, egal ob Arzt oder Heilpraktiker, dass man spürt, dass man sich Menschen hinwenden kann, dass man ein gewisses Talent auch hat, Menschen in der Ganzheit wahrzunehmen. Ansonsten unterscheiden wir uns hier nicht von, ich würde jetzt mal sagen, Medizinstudenten so in den ersten Ausbildungssemestern. Es werden die medizinischen Grundlagen gelegt, also so richtig Anatomie, Physiologie, Krankheitslehre. Und dann beginnt es aber schon, dass wir Krankheiten etwas anders anschauen, dass wir immer versuchen, den ganzen Menschen zu sehen und nicht die Krankheit, die zur Tür reinkommt. Also Körper, Geist, Seele, was ist das für ein Individuum? Also wir haben eine andere Sicht auf Krankheit. Aber Sie lernen hier richtig Berufsfachschule, die Ausbildung zum Heilpraktiker, 3 Jahre in einer Tagesschule. Also das ist schon richtig gut Arbeit, gut lernen. Und Sie sagten, der Beruf ist geschützt. Insoweit, wenn wir die Amtsarztüberprüfung gemacht haben, ist der Titel Heilpraktiker gebunden an diese Zulassung. Also das ist eine Berufsbezeichnung, die dann nur die zugelassenen Heilpraktiker führen dürfen. Es ist ja ein ganz umfangreiches Gebiet. Also auch meine Heilpraktiker dürfen ja, glaube ich, keine Medikamente, also apothekenpflichtige. Verschreibungspflichtige dürfen sie ja nicht verschreiben. Aber es gibt ja ein unglaublich breites Feld aus der Natur. Ja, also sagen wir, wenn Menschen Gastritis haben oder wenn sie nervös sind oder wenn Stress da ist und so. Welche Palette bietet denn so die Naturheilkunde da an? Gott sei Dank, Sie sagen es schon richtig, Herr Dr. Löschein, eine große. Also wesentlich ist immer zu schauen, was ist da für ein Mensch? Welche Therapie passt zu ihm? Es gibt welche, die Pflanzen besser vertragen als zum Beispiel
ja, physikalische Anwendungen. Ne? Also auch da muss man so ein bisschen schauen. Aber wir haben die große Palette wirklich der Pflanzenheilkunde, die da vieles leisten kann. Wir haben die Homöopathie, wo wir sehr genau nach den Symptomen schauen und dann versuchen, das ähnlichste Mittel zu bekommen. Wir können, wenn es nervös bedingt ist, wenn Sie so am Beispiel des Magens ist, ja gerne so ein bisschen psychosomatisch sehen, wo können wir die Nerven stärken, das Vegetativum dieses einzelnen Menschen. Also diese Palette des Anfassenkönnens und des Verordnenkönnens ist schon eine sehr große. Wir sind da sehr dankbar, dass es das gibt. Nun ist es ja so, dass das Gespräch beim Arzt oder beim Heilpraktiker ist ja ganz, ganz wichtig. Und ich habe das Gefühl, dass eben die Heilpraktiker oder die Heilpraktikerinnen, ja, dass die einfach sich viel Zeit nehmen für den Menschen. Weil oft kommen ja Menschen mit seelischen Verspannungen oder eben einfach Trennungsschmerz oder irgend sowas und dann rebelliert der Blutdruck und alles Mögliche. Ja. Und da ist es ja wichtig, so ein Entwirrungsgespräch zu führen, ja. Dass man wirklich das Gefühl hat, mit der Dame, also Sie strahlen ja so wirklich was sehr Positives aus, dass man sagt, man kann sich auch mal öffnen. Ja. Und dann muss der Heilpraktiker ja erst einmal so dieses Gespräch führen und eben dann mal schauen, was kann man da tun, ja. Wenn man jetzt einfach mal sagt, der Bereich der Mediziner, die natürlich bei ernsthaften Erkrankungen sicherlich wichtig sind, die Fachärzte etc., aber da weiß man ja, dass heute ein Arzt normalerweise 9 Minuten mit jemandem redet und dann sagt, was haben Sie, was, ja, und dann gibt es ein Rezept oder dann gibt es eben einfach den Durchlauf. Wie ist es bei den Heilpraktikern? Wie wichtig ist da das Gespräch? Ganz wesentlich, weil Sie haben es eigentlich sehr schön geschildert. Dieses Erfassen eines Menschen, der reinkommt, das braucht Zeit. Auch wenn Sie Erfahrung haben, wenn Sie irgendwo schon ahnen, der könnte diese oder jene Therapie gebrauchen. Es ist so, dieses Erfassen dieses Menschen erfordert Zeit. Damit das Gespräch, das sich öffnen, damit entsteht ja auch Vertrauen, wenn Sie zuhören wollen. Das spürt ja ein Patient deutlich. Sich die Zeit zu nehmen, auch im Laufe der Behandlung, ein Patient, der öfter kommt, dass man immer wieder nachfragt, wie gehen Sie denn um mit meiner Therapie? Also die berühmte Compliance abfragt, die ein Arzt kaum noch befragt. Also dass man dann sieht, wo hängt's, warum macht das nicht gerne oder kann das in seinen Tagesablauf einbauen. Das ist ganz wesentlich, dass auch Therapien umsetzbar sind. Also beispielsweise, wenn eine Sekretärin in einem Großraumbüro sich schämt, wenn sie jetzt ihre Globuli, also ihre Tabletten da rausholt und jedes Mal auf die Toilette eilt, muss man sehen, wie kann man das einbauen in ihren Lebensablauf, dass sie das wirklich bewusst macht. Ganz wesentlich. Also dieses Zugewendetsein spielt eine große Rolle. Lebensführung, das spielt eine ganz große Rolle. Nichts ist so schwierig, als einen Menschen zu bewegen, Dinge in seinem Leben zu verändern, die ihn auch krank machen. Auch das sehen wir. Also diese Konfrontation, also mein Lieber hier, musst du aber umdenken. Und das, denke ich, ist eine ganz große Domäne von uns. Und wenn man mal guckt, die Medizin wird ja immer mehr Hightech, Hightech, Hightech. Also wenn Sie heute irgendwo in eine Praxis gehen und sagen, also mir tut so ein bisschen der Arm weh, dann sagt die Dame schon im Empfang, machen wir gleich eine Röntgenaufnahme. Ja? Also das heißt, man schaut sich erstmal das Bild an, bevor man den Patienten sich anguckt. Ja? Ja. Das ist ja bei den Heilpraktikern anders. Ja? Also ja. Sie kriegen ja auch zum Teil Patienten, sagen wir mal, die schon austherapiert sind, wo man sagt, also die Medizin hat da nichts mehr zu bieten, ja, und dann geht man oft eben dann Wege und sagt, jetzt gehe ich wirklich zum Heilpraktiker und dann plötzlich kommt da wieder Energie hoch, weil eben die Heilpraktikerschule eben doch vielleicht das eine oder andere mehr weiß. Mhm. Ist das manchmal so? Ja, also es ist grundsätzlich, ich mag dieses Wort nicht, aber Sie haben es verwendet, dieses Austherapiertsein. Das ist eine ganz grausame Formulierung Patienten gegenüber. Das hört man immer wieder, Patienten, die kommen. Es ist nie jemand austherapiert, auch wenn man weiß, er wird an dieser schweren Krankheit sterben. Ach, zum Beispiel Krebs, ist die Begleitung. Krebs, ja. Ich sage immer, Liebe, Zuwendung ist Therapie. Ich kann ihm die Zuwendung noch geben, ich kann ihm die Liebe geben, ich kann ihm seinen Selbstwert erhalten. Das ist ganz wesentlich in der Begleitung. Vielleicht auch das eine oder andere Monat doch länger noch zu leben. Ja. Ja. Und wir haben ganz häufig auch Patienten, die wirklich neben der Schulmedizin noch eine Therapie suchen, die auch
die Folgen der Schulmedizin lindern kann. Also wenn Sie schwere Medikamente nehmen müssen, ja, aufgrund einer schweren chronischen Erkrankungen, dass Sie da Begleitung suchen, dass Sie es lindern können, dass die Lebensqualität erhalten bleibt. Aber ich darf anmerken, wir haben auch Patienten, die direkt zum Heilpraktiker kommen, die wirklich auch nicht in die Schulmedizin wollen, die beraten werden wollen, die sehen, was kann ich naturheilkundlich machen, muss ich unbedingt immer gleich chemische Medikamente nehmen. Auch die haben wir, die uns direkt anlaufen. Jetzt würde ich sagen, was der Heilpraktiker alles so leisten kann, da würde ich jetzt gleich mit Ihnen sprechen. Wir machen eine kleine Pause und dann sind wir gleich wieder drauf. Gerne. Ja, gerne. Unterhaltsam geht's gleich weiter mit Le Schön, präsentiert von Ihrer Münchner Bank. Unterhaltsam geht's jetzt weiter mit Le Schön, präsentiert von Ihrer Münchner Bank. Ja, Frau Hilbert Mühlig, hier sind wir jetzt in einem Schulungsraum. Der ist normalerweise gesteckt voll, aber wir sind ja hier noch ein bisschen in der Sommerpause. Was wird denn hier so alles geschult? Wie geht denn das los? Wenn man also, jetzt schauen ja sicherlich viele Damen und Herren zu, die sagen, Mensch, interessiert mich mal vielleicht, wie wird man denn Heilpraktikerin oder Heilpraktiker? Wie geht denn das los? Schauen bestimmt auch Schüler zu. Ja, man bewirbt sich hier an der Schule. Wir haben immer Informationsabende und stellen den Beruf des Heilpraktikers als erstes vor. Also was er darf, wo er sich ansiedelt im Gesundheitssystem. Und dann sitzen Sie hier wirklich im Hörsaal der ersten Klasse. Der kann gefüllt sein, auch weniger, je nachdem. Aber so wie Sie ihn hier sehen, mehr nehmen wir nicht auf, damit es einfach familiärer bleibt. Was muss denn dieser Kandidat oder die Kandidatin, was muss denn die für eine Voraussetzung mitbringen? Der Staat selber schreibt nicht so viel vor, also eine Altersbegrenzung. Man darf erst Heilpraktiker werden, wenn man 25 Jahre ist, also einfach so eine gewisse Reifung da ist. Einen Schulabschluss haben, sittlich verantwortlich. Also es gibt diese Auflagen über Führungszeugnis, so wie bei den Medizinern auch. Ja. Und wir machen ein kleines Bewerbungsgespräch, um einfach auch die Motivation zu sehen, warum jemand gerne diesen Beruf ergreifen will. Und dann sitzt er hier ab dem ersten Schultag und lernt richtig erstmal medizinische Grundlagen. Und es gibt dann auch jedes Mal Prüfungen in diesen Fächern, damit der Lehrer sieht und auch der Schüler sieht, lernt er richtig, begreift er es. Also Sie, wie selbst, an der Schule. Sie selbst geben auch noch Unterricht? Oder? Ja, ich habe auch noch ein Trimester Hormonsystem. Und das ist mir sehr wichtig, weil meine Haupttätigkeit ist sicher die berufsständische Arbeit, also die Erhaltung des Berufsstandes und die Basis. Also mit Schülern zu arbeiten, das erdet. Ja. Ich habe auch noch eine Praxis. Also unsere Lehrer müssen alle Heilpraktikerinnen, Heilpraktiker sein. Und sie müssen in der eigenen Praxis tätig sein. Also auch die Verbindung wirklich mit unserem Beruf, darauf legen wir viel Wert. Was ja spannend ist, der Heilpraktiker kann ja auch Check-ups machen. Also der kann durchaus Blut abnehmen, das genauso wie ein Arzt ins Labor schicken. Und er interpretiert das vielleicht manchmal anders. Ja? Mhm. Er sieht vielleicht, hier ist ein bisschen Homozystein zu viel oder zu wenig. Also er erklärt das wirklich so, dass eben der Patient oder die Patientin das auch versteht. Weil viele Menschen gehen ja zum Arzt und kriegen dann irgendwie die Auswertung und ist alles in Latein oder man versteht es nicht und dann so, der Arzt wird das schon in etwa machen. Das ist ja so schön bei dem Beruf des Heilpraktikers, dass sie den Patienten mit einbeziehen. Dass sie wirklich, man hat das Gefühl, man hat Freude, dem Patienten wieder die Gesundheit oder optimale Gesundheit zu schenken. Das ist, glaube ich, sehr wichtig in diesem Berufszweig. Oder? Sie kennen sich fantastisch aus. Naja, also ich gehe auch ab und zu zum Heilpraktiker, weil das sehr schön ist. Also ich denke, Menschen mögen. Das ist ganz wichtig an dem Beruf, also auch den Kontakt haben wollen. Wir lernen auch
ganz, wir lernen die schulmedizinische Interpretation, wenn Sie das Beispiel Blut anschauen. Wir lernen Blutbilder lesen, genau wie ein Schulmediziner. Wir haben dann noch andere Art drauf zu schauen. Wir haben mehrere Möglichkeiten, eine Hinweisdiagnostik. Zum Beispiel die Dunkelfelddiagnostik. Mhm. Mit einem Blitz. Genau, die das Blutbild etwas anders betrachtet, unter Mikroskop mit anderen technischen Voraussetzungen. Wo man auch sieht, wie die weißen Blutkörperchen arbeiten. Die Funktionen des Blutes. Oder ob es verkalkt ist. Ja. Sehr gut, ja, genau. Ja. Also die Funktion des Blutes. Oder wunderschön sind traditionelle Harnschau. Mhm. Also Heilpraktiker oder Naturheilkundige schauen sich immer die Körperflüssigkeiten eines Menschen genau an, weil die sagen sehr viel über den Stoffwechsel, über die Leistung. Und die traditionelle Harnschau, also dass man sieht, was ist im Urin, sagt sehr viel über die Funktion der Organe aus. Und das kombinieren wir hier. Also die Schüler lernen die Grundlagen der schulmedizinischen Diagnostik kombiniert mit unseren naturheilkundlichen Möglichkeiten. Aber Sie nehmen durchaus auch die Laborarbeit, also nehmen Sie genauso in Kauf wie eben ein Arzt oder so. Sie gehen ja zum Teil auch in die gleichen Labore. Ja? Wie Sie gesagt haben, ja. Genau. Also wir dürfen Blut abnehmen, schicken das in ein Labor und bekommen da die Befunde zurück. Aber das Lesen des Blutbildes, wie Sie selbst schon gesagt haben, das gilt ja im Zusammenhang. Also einzelne Bereiche rauszugreifen, sagt oft nicht viel. Aber im Zusammenhang zu sehen, wie hängen die einzelnen Werte zusammen und dann kombinieren mit der naturheilkundlichen Diagnostik, führt uns oft sogar an die Ursachen einer Störung. Also das heißt, dass die Diagnose dann manchmal auch durch die Interpretation eben der Ergebnisse manchmal ja, der richtige Weg ist, ja, zu sagen, aha, da könnte ja das oder jenes sein. Jetzt liegt Ihnen ja ganz besonders am Herzen, habe ich mir sagen lassen, die europäische Heilpraktikerlehre im Vergleich zur chinesischen Heilpraktikerlehre. Was ist denn da Ihr Pitch? Die Buschtrommel. Genau, wo steht denn da Europa, wo stehen die Chinesen? Ja, also es ist so, dass die traditionelle chinesische Medizin sehr, sehr bekannt ist. Also sie verbreiten das auch sehr in der Welt. Dann ist die Akupunktur ja auch von Heilpraktikern in Deutschland, kann man wirklich sagen, installiert worden. Also schon vor zig Jahrzehnten haben Heilpraktiker Akupunktur gemacht, weil die Denkweise der chinesischen Medizin sehr gut zur traditionellen europäischen passt. Wir denken in Funktionen, Funktionsschwächen. Also beide Medizinsysteme schauen sich das energetische Feld eines Menschen an. Und wir definieren schon den Beginn einer Krankheit, wenn es zu Funktionsstörungen kommt. Das ist ganz, ganz wesentlich. Was mir persönlich sehr am Herzen liegt, wir haben in Europa ganz viele Möglichkeiten. Stichwort nochmal Pflanzenheilkunde. Wir haben unsere Heilpflanzen vor der Haustür. Wir haben unsere Ernährung, mit der wir aufgewachsen sind, auch genetisch, epigenetisch verankert sind. Ist ganz wesentlich, dass man da, wo man lebt, die Ernährung sich auch holt und auch die Heilkultur. Und die traditionelle europäische Medizin ist ein bisschen in den Hintergrund gekommen. Das liegt auch daran, dass wir Deutsche wahnsinnig gern immer exotisch sind. Wenn es irgend geht, erst mal was Exotisches. Und deswegen plädiere ich sehr, schauen wir doch bitte hier vor der eigenen Haustür, welchen unheimlichen Schatz wir hier haben. Und ich darf Ihnen sagen, diese Schule ist weltweit die einzige, die das wirklich auch lehrt. Die Humoralpathologie heißt, ist die alte Kunde so Hippokrates aus der Schule des Hippokrates, dass unsere Schüler wissen, wir können mit unseren Möglichkeiten arbeiten und die Denkweise der europäischen Medizin, der alten traditionellen Medizin, ist eine große. Und es kommt immer mehr an. Also, aber Sie haben ja auch ein unglaubliches Know-how hier in dieser Schule. Da können ja dann die Studierenden können ja darauf zurückgreifen. Ja. Also ist ja auch wichtig, welche Medikamente verordnen wann und in welchen Dosierungen und so. Das ist ja alles hier da. Lassen Sie uns mal ein bisschen über die Naturheilkunde reden. Sie steht auf 5 Säulen. Sie ist auf 5 Säulen gebaut. Licht. Was kann Licht, also ich kann mir das ja vorstellen, aber Sie sind ja die Dame, die das alles viel besser weiß als ich. Aber was kann Licht alles im Menschen bewirken? Also es ist
ja, ein Teil unseres Wesens, weil wir wachsen in einer Sonnennatur, in einer hellen Natur, erkennen den Tag mit der Helligkeit und die Nacht. Ja. Wir wissen aus vielen Studien, wenn das Licht ausfällt, dass Menschen schwerst depressiv werden, also wirkliche Charakterveränderungen durchmachen, dass Angstzustände auch bei gesunden Menschen auftreten. Das Hormonsystem braucht Licht. Wir haben eine sogenannte innere Uhr. Die ist relativ unabhängig von unserer Armbanduhr. So ein Rhythmus, den die Hormone brauchen, die Enzyme brauchen, dass sie anspringen. Wir wissen, dass zu Beginn des Tages, sehr früh, gegen 4 Uhr morgens, die meisten unserer Enzyme und Hormone ansteigen. Das ist auch lichtbedingt. Ganz, ganz wesentlicher Faktor. Also auch Vitamin D3 oder so ist ganz D4? Wichtig. Quatsch, Sie haben recht, D3. Wo bin ich jetzt? Ich steigere schon. Vitamin D-Hormon, sagen wir. Genau, ja. Sie haben recht. Ist lichtabhängig, dass der Körper es selbst herstellen kann. Also er braucht dazu UV-Strahlen. Ja, und wenn eben dieser Pegel runtergeht, dann fühlen sich die Menschen schlapp. Und sie haben auch Probleme eben mit dem Kalziumhaushalt, also sprich letztendlich mit den Knochen. Mhm. Der Einbau ihres Kalziums in der Nahrung ist deutlich erschwert, wenn sie kein Vitamin D haben. Ja. Der zweite Punkt, das Thema Luft. Das leuchtet ja ein, also wenn man mal, oder man hat mal was zu besprechen, dann, also ich mache das immer gern, ich sage dann nicht irgendwo im Büro, sondern ich gehe dann irgendwie mit demjenigen vor oder mit der, einfach vor die Tür oder gehe spazieren, dann kommt ein ganz anderes Gespräch auf, als wenn man da irgendwie gegenüber sitzt oder so. Ja? Aber Luft kann ja auch, Bewegung und so weiter, das ist ja auch wichtig. Ja? Da haben Sie gleich zwei Dinge verbunden, die wirklich wichtig sind, sich an der Luft bewegen. Ja. Also auch gerade, was Sie sagen, ist, das fördert bei sehr vielen die Konzentrationsfähigkeit. Die werden auch oft lockerer. Also gerade verspannte Menschen bewegen an guter Luft, ist ganz wesentlich Konzentrationsförderung. Und es macht auch mehr Freude. Es ist auch bei Menschen, die Sie sehen, die bedrückt sind oder den ganzen Tag sitzen müssen, sagen wir immer, und wenn Sie nur eine Bushaltestelle auslassen und einfach laufen nach dem Büro, das macht schon so viel aus. Ja, ja. Auch die Stimmung wird besser. Ja. Ja, das Thema Wasser, also das wissen wir auch aus der Kneippwelt, ja, also Bewegung oder Wasser treten. Wasser ist natürlich auch ein Element, was Schwimmen ist gesund. Ja, wenn man es mag und kann. Ja, genau. Aber das ist sehr wesentlich, dass man Patienten nicht reinzwingt, zum Beispiel in ein Element, das sie nicht gerne mögen. Das kann auch schaden. Das ist auch mit der Ernährung so. Sie können nicht jedem sagen, leben Sie vegetarisch. Das hängt von der Konstitution ab. Wenn Sie ein Mensch sind, der eine Energie aus dem tierischen Eiweiß zieht, weil das können wir. Wir haben alle Enzyme, wir können sehr, sehr viel verdauen, ohne also Holz ist die große Ausnahme. Ja? Sollte man auch sagen, dieser Mensch braucht auch tierisches Eiweiß, um seine Leistung zu bringen. Das ist ganz, ganz wichtig, konstitutionell zu schauen. Wasseranwendungen, auch konstitutionell. Ich kenne viele Patienten, die kommen mit der Kneippkur nicht so gut mit dem Kalt-Warm. Das muss man dosieren, dann macht man es ein bisschen kälter als die Körpertemperatur oder ein bisschen wärmer. Ja. Aber diese Reiztherapie, was es letztendlich ist, verträgt nicht jeder in dieser Dosierung. Also dieses individuelle Schauen, das bringen wir auch unseren Schülern bei, ist ganz wichtig, weil die Therapie kann noch so gut angesetzt sein. Wenn sie nicht zu dem Menschen passt in der Dosierung, können sie ihm auch mehr oder weniger Schaden zufügen. Mhm. Das Thema Ernährung, Sie sprachen es schon an, also es ist natürlich ein ganz wichtiges Thema. Ja. Also viel trinken auch. Ja. Also natürlich nicht Alkohol, sondern einfach mal ab und zu ein Gläschen. Das sagt ja jeder, das schadet nicht. Aber trinken ist ja wichtig. Ja. Also wenn einfach, und gerade die Damen trinken ja nicht so gern. Gell. Also das, mehr. Ja. Also wir sehen das jetzt immer bei unseren Schülerinnen, die haben eine Flasche Wasser auf dem Tisch stehen, mehr als die Jungs, sage ich. Also da ist, ja, weil da gibt es jetzt auch... Vielleicht hier in der Schule, aber ich weiß nicht. Es gibt ja immer mehr die Hinweise, dass die Haut schöner bleibt. Also sie kriegen Frauen eher so, die sind immer noch mehr auf ihr Optisches, Gott sei Dank, bei Männern kommt's. Und da können sie auch sagen, die Haut bleibt einfach auch schöner, wenn sie viel trinken, weil die Schlackenstoffe besser abtransportiert werden. Es fördert übrigens auch die Konzentrationsfähigkeit. Ja. Sie erleben sehr viel. Wir sagen immer auch in den Prüfungen, stellt euch bitte Wasser hin und trinkt auch mal einen Schluck, weil das Gehirn braucht das auch.
um funktionstüchtig zu bleiben, vollkommen richtig. Mhm. Ja, also das merkt man auch zum Beispiel bei guten Hotels. Also wenn man jetzt, ich bin öfters in Zürich oder so, dann stellen die einen immer, wenn man auscheckt, immer gleich so 2 Flaschen Wasser ins Auto. Super. Dass man unterwegs auch trinken kann. Und es ist tatsächlich so, man hat eine bessere Konzentrationsfähigkeit. Ja. Oder das berühmte Glas Wasser zum Kaffee, was die Österreicher ja immer kultiviert haben. Wie ist es denn so? So in der Früh, wenn man also beim Frühstück so ein lauwarmes Wasser trinkt, das kommt auch aus Ihrem Gebiet, oder? Auch ja, das kennen andere Medizinsysteme auch. Ich kenne es aus dem Indischen auch sehr stark. Ayurveda machen das, ja. Heißes. Also wenn es geht, möglichst heißes Wasser. Als allererstes nach dem Aufstehen schluckweise. Das ist so ein Reflex, den wir in uns haben. Der Magen wird angeregt und gibt Signale an den Darm. Sie können Verstopfungen damit beheben. Also alle funktionellen Verstopfungen können Sie gut damit beheben. Man muss dranbleiben. Nach einer gewissen Zeit ist dieses berühmte heiße Wasser morgens als erstes, regt wirklich die Darmtätigkeit an. Wann waren Sie denn das letzte Mal beim Arzt? Vor kurzem erst, muss ich gestehen, weil ich so eine Verletzung am Handgelenk durch einen Sturz hatte. Ah, ja. Und da war ich jetzt in einer MRT-Untersuchung und da ging es ungefähr so zu, wie Sie es gerade erklärt haben. Ich bin in diese Röhre, bevor der Arzt mich überhaupt gesehen hat. Danach war es ein nettes Gespräch, keine Frage, aber man wird alleingelassen am Anfang. Ja. Jetzt bleiben wir mal beim Thema Darm. Also Kneipp sagt ja mal, der Tod des Menschen sitzt im Darm. Ja, also Darmreinigung ist ja ein Riesenthema. Ja, was kann man denn Gutes tun für den Darm? Weil oft der Darm ist ja so ein Organ, was man ja normalerweise nicht so spürt, aber er ist einfach das Reinigungs zusammen mit der Leber natürlich, aber da ist schon was geboten im Darm. Ja. Also man sollte ihn nicht spüren. Ja. Jedes gesunde Organ sollten Sie eigentlich nicht wahrnehmen. Ja. Das ist ganz wesentlich, wenn Sie da schon so, ich sage immer, Dyskomfort haben. Das ist schon so ein Hinweis. Was heißt Dyskomfort? Also wenn jemand sich äußert und sagt, irgendwie es krummelt immer so ein bisschen mir nach dem Essen oder auch wenn ich lange nichts gegessen habe. Also wenn er ein Organ fühlt, ohne dass es Schmerz sein muss. Das ist immer so ein Hinweis. Dieses Organ arbeitet schon grenzwertig, das quält sich schon ein wenig. Der Darm ist mit unser größtes Organsystem. Das ist wichtig für das Immunsystem, weil der Darm ist ja eigentlich Außenbereich des Körpers. Also er hat ja keinen Bezug, der Mund. Sie füllen alles ein, es geht durch einen Schlauch und über den After wieder raus. Das heißt, hier sitzt wesentlich das Immunsystem. Es muss prüfen, was kommt denn da rein? Vertrage ich das überhaupt? Darf ich das überhaupt so in den Körper hineinlassen? Und eine Darmreinigung, das kann auch mal eine Fastenkur sein, also so im Frühjahr, dass man sich überlegt, mal deutlich weniger, ihn wirklich mal durchputzen mit einem Abführmittel. Es gibt Hydrokolontherapie, dass man ihn auch mal spült und dass man dann mal sagt, so 2 Wochen lang keine feste Nahrung, also Gemüsebrühen oder dergleichen, damit er einfach auch mal ein Stückchen zur Ruhe kommen kann, hat sich sehr bewährt. Und grundsätzlich ist er immer zu betrachten bei jeder Krankheit, mit dem der Patient kommt. Stichwort Hautkrankheiten. Ganz, ganz häufig die Ursache in einer Darmproblematik zu sehen. Aha. Weil das Immunsystem da Schwierigkeiten hat. Genau. Das ist ja das Allerwichtigste, dass das Immunsystem einfach ein gewissen Level hat. Ja, das ist richtig. Und da kann natürlich auch die Naturheilkunde einiges bieten. Also die Grundgedanke der Naturheilkunde ist, die Selbstheilungskräfte des Menschen anzuregen. Mhm. Wir heilen nicht. Mhm. Also wir begleiten. Mhm. Ja? Aber heilen tut der Organismus selber, die Selbstheilungskräfte, wenn Sie sehen, wenn Sie eine Wunde haben. Die heilt ohne Sie. Und das gilt es eigentlich. Die Naturheilkunde hat diese Denkweise, was kann ich tun, um die Selbstheilungskräfte dieses Menschen zu fördern. Und das geht über kleine Reize. Also unsere Therapien sind meistens so kleine Reize, so Schubser. Hallo Selbstheilung, schau doch da mal hin. Da könntest du was tun. Wie ist es denn, wenn Sie jetzt einen Patienten haben, der schon eine ernstere Erkrankung hat? Wie wichtig ist es da auch die psychologische Begleitung? Also, dass man auch mal ihn anruft und nicht wartet, bis er wieder kommt oder so, sondern dass man einfach auch irgendwie zu ihm eine gute Kommunikation aufbaut, auch im Sinne der Heilung. Also, das kann man vereinbaren mit dem Patienten. Das ist auch wichtig, also dass man beispielsweise fragt, wollen Sie, dass ich regelmäßig auch Kontakt aufnehme? Also, das sollte er selber entscheiden. Wenn er lange nicht da war, wirklich hinterher telefonieren,
funktionieren, muss man ein bisschen abwägen. Aber im Grunde ist es richtig, was Sie sagen, das kann man vereinbaren. Patienten, die schwere Erkrankungen haben, die wissen, dass sie nicht geheilt werden können. Da ist diese Zuwendung, dass man auch immer wieder hinhört. Es gibt Patienten, die erzählen einem jedes Mal das gleiche Leid, dass man sich darauf einstellt und so nicht das Gefühl, ach, jetzt kommt diese Leier schon wieder, sondern dann auch mal guckt, dass man auch mitfühlt, aber auch ihm anleitet, was kann er selber so ein bisschen tun, dass er in dem Gebiet vielleicht Erleichterung empfindet, den Mut machen, also auch den Selbstwert wieder aufbauen. Viele kranke Menschen haben den Eindruck, sie sind nicht mehr viel wert. Gerade wenn sie nicht mehr arbeiten können. Es drückt auf Selbstbewusstsein. Ja. Und dass man sieht auch, wo kann er sich was schaffen? Wo kann er Hobbys aufbauen? Was passt zu ihm? Das ist ganz, ganz wichtig und dafür braucht es Zeit. Aber das macht auch unheimlich Freude. Ja, ja. Also auch so eine Kommunikation zu führen. So, jetzt machen wir wieder ein kleines Päuschen und dann schauen wir mal zu Ihnen in die Seminarräume. Wunderbar. Wunderbar. Gerne. Danke. Ja, Frau Hilpert-Mühlig, hier finden die Therapieräume, also hier wird therapiert, also auch, das kommen durchaus Patienten auch in die Josef-Angerer-Schule. Was passiert hier alles? Ja, die ganze Palette der Diagnostik und Therapie, die die Schüler hier lernen. Also zunächst einmal aneinander. Wir haben Kleingruppen, in denen diese Therapien aneinander geübt werden unter Aufsicht eines Fachlehrers. Und wir haben einmal in der Woche ein Ambulatorium, also richtig Patienten kommen. Wir haben eine Warteliste, also wir sind beliebt. Und hier geht es dann wie in einer richtigen Praxis mit Patientenaufnahme, Patientenakten führen, ist sehr wichtig, ist ein Dokument. Und dann werden die Therapien erarbeitet und hinterher besprochen nochmal, weil es ist ein Lehrambulatorium, damit auch jeder sieht, war das richtig, was ich getan habe? Und das Schöne ist, die Patienten kommen ja regelmäßig wieder. Das heißt, man kann auch einen Verlauf sehen. Schüler können auch sehen, wie wirkt das, was ich tue. Ja, also auch irgendwie Verbesserungen. Ja. Wann sollte man denn zum Heilpraktiker gehen? Also kann man da auch hingehen, wenn man sagt, jetzt möchte ich ihn mal durchchecken lassen, dass ich einfach sage, was macht der Heilpraktiker dann? Also genauso wie ein Arzt, der klopft einmal ab, hört einen ab, misst Blutdruck. Also da ist kein großer Unterschied, oder? Richtig. Also der Bereich der Prävention, der Gesundheitsvorsorge, ist eine große Domäne der Naturheilkunde. Dass in diesem Fall dann Klienten, dann sind es ja keine Patienten, die einfach sagen, Mensch, ich möchte mal sehen, wie bin ich, wie ist meine Funktion, ich bin neugierig. Also die Augendiagnose ist ein ganz wichtiges Verfahren bei uns, dass man so sieht, was bringt er denn eigentlich genetisch mit? Also Sie können ja auch so die Anlagen eines Menschen sehen. Wie kann ich ihm beraten, dass er aufgrund seiner Genetik die passende Lebensweise auch macht, auch die passende Ernährung? Also richtig so ein Check-up, wie Sie sagen, ist da auch bei der Frage, wenn ein Patient krank war, dass Sie dann auch kommen und sagen, was kann ich tun, dass ich es nicht mehr bekomme? Also so eine Art Reha-Geschichte, ich möchte nie wieder einen Herzinfarkt haben, welche Möglichkeiten habe ich? Also auch im Bereich der Prävention, also ganz auch Vorsorge, also zum Beispiel fürs Herz Q10 und so, da gibt es ja viele, viele tolle Medikamente, die eben aus der Welt... Und auch Bewegungstraining, dass man auch schaut, welche Art Bewegung passt zu jemandem. Ich habe jetzt einen Patienten, für den es Bogenschießen zum Beispiel. Okay. Hätte man nie gedacht, kommt er zur Ruhe, kann sich konzentrieren und sagt selber, also das ist für ihn ganz toll. Und das war ein verrückter Radfahrer, das hat ihm gar nicht gut getan. So. Spannend, spannend. Ja, also quasi die Heilpraktik umfasst den ganzen Menschen. Ja? Aber jetzt gibt es natürlich Menschen, und da, ich habe es ja doch auch mit vielen, vielen Ärzten zu tun. Und wenn jetzt mal so onkologische Themen, also Krebs ist ja leider noch eine ganz fürchterliche Krankheit. Also die Wissenschaft ist ihm zwar nahe auf der Spur, aber es gibt Krebssorten, da muss man wirklich sagen, da ist man dann nicht austherapiert, aber man kann nur sagen, es ist also dann in Gottes Hand. Aber wie ist es denn da auch bei der Heilpraktik, dass man ein gutes Gespräch loswerden kann? Manchmal sind die Menschen ja mit sich selber. Also wenn jemand die vierte Chemo hat, ja, wo kann er hingehen? Also Chemo ist alles Fachgebiete, da kommt eben der Facharzt für die Chemotherapie und da geht er nach Hause und
macht Kopfkino, ja, und sagt, ja, was, irgendwann werde ich sterben oder was auch immer. Aber auch dieses Gespräch, wo man auch Menschen begleitet und ihnen doch auch durch das Gespräch oder eben vielleicht auch durch das eine oder andere Mittel aus der Natur ein bisschen auch wieder Kraft geben kann. Wie ist da die Heilpraktik aufgestellt für solche Themen? Also schon begleitend. Mhm. Und wir haben eine ganze Reihe Patienten, das tatsächlich bei onkologischen Erkrankungen, mhm. die ganz bewusst noch etwas dazu suchen. Mhm. Und sehr häufig auch Reinigung mitarbeiten wieder, ja. wollen. Also das war so ein Stichpunkt, den Sie gesagt haben, dass man nicht passiv zu Hause sitzt. Ja. Das ist ein ganz großer, das macht viel Angst. Also so dieses, was kann ich selber tun? Und da ist natürlich die Naturheilkunde und der Heilpraktiker eine gute Anlaufstelle, weil bei unserer Therapie müssen Patienten mitarbeiten. Das ist nichts Passives. Also da ist gerade die Lebensführung, wie wir sagen, die Ernährung, das ist ganz wesentlich, dass ein Patient mitarbeitet. Und da erleben wir häufig schon, dass die aufblühen. Mhm. Ja? Und je nach ihrer Leistungsfähigkeit da gerne mitmachen, dann ist es so, dass sie ihre Erlebnisse oft, wenn sie so auf die Chemo warten. Das ist ja oft so, draußen sitzen und dann begegnen sich halt einfach nur krebskranke Menschen. Und das erzählen die uns oft, wie sie es so erlebt haben. Und ich sage dann manchmal, wissen Sie was, gehen Sie doch raus, das, was Sie vorhin gesagt haben. Gehen Sie doch vor die Klinik, sagen Sie der Schwester, rufen Sie mich kurz an, wenn es soweit ist, dass ich da nicht sitzen muss in diesem Bunker. Machen einige Patienten, also so praktische Dinge. Das ist, denke ich, ganz, ganz wichtig. Und wie gesagt, ein Mensch ist nie austherapiert. Auch wenn er an dieser Krankheit sterben wird, ist es so, die Begleitung und die Zuwendung. Es ist Therapie auch letztendlich. Ja, ja. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Ja, ja. Nun habe ich einen sehr guten Heilpraktiker, der ist einfach immer, der begegnet mir immer, wenn ich bei ihm bin und einfach mal so Eigenblut macht der. Also das ist wirklich toll. Aber der sagt immer, Herr Löschen, wie geht es Ihnen? Ja? Also das ist so richtig, da könnte ich den schon am liebsten umarmen. Ja? Der ist einfach so wirklich so herzlich. Ja? Das passt einfach. Und darum glaube ich schon, dass eben, ja, man sieht ja, der Heilpraktiker ist auf Vormarsch. Also das sieht man schon. Und wir haben ja jetzt auch in einer Welt, die Menschen gehen ja zum Teil zu Dr. Internet, ja, und gucken, ja. Jetzt hat mich hier so am Nacken, dann geben sie einen linken Nackenschmerz und dann kommt da die ganze Palette. Könnte auch sein, dass sie irgendwo, was auch immer. Ja. Ja, ja. Aber ich glaube, es ist schon wichtig, auch eine Vertrauensbasis eben herzustellen und eben auch dann den richtigen Heilpraktiker zu finden. Empfehlen Sie da auch Ja, wir sind, also unser Verband ist ja auch eine Anlaufstelle für Patienten, die fragen, die bestimmte Therapien suchen oder uns ihr Leid erzählen und wir ihnen einen Heilpraktiker finden sollen. Das ist sehr schwierig, das kann man am Telefon nicht. Ja. Aber wir haben natürlich eine Möglichkeit, im Umfeld dieses Patienten unsere Kolleginnen und Kollegen zu empfehlen. Grundsätzlich ist es eine Vertrauenssache. Ja. Also die Frage, ob sie einen guten Heilpraktiker finden, ist, wie finde ich einen guten Arzt? Ja. Also das oder ist gar nicht. Ja, genau. Es ist wesentlich, habe ich Vertrauen. Ja. Und wie offen ist er? Sie haben von Ihrem Heilpraktiker jetzt so nett erzählt. Sie merken, der ist offen. Ja. Der ist interessiert an Ihnen. Ja. Und der fragt Sie. Und ich an ihm. Das ist doch eine tolle Mischung. Genau. Sie haben sich doch gefunden. Genau. Aber dieses Fragen und Aufklären. Ich sage immer, achten Sie bitte darauf, dass auch Ihr Behandler Sie aufklärt über die Methoden, die er anwendet. Welche Alternativen es gibt. Also ganz wesentlich ist diese Sorgfalt. Und wenn die einen Behandler nicht hat, sage ich immer ein bisschen vorsichtig. Mhm. Oder jemand, der sagt, meine Therapie ist die einzig wahre und nur die ist es. Mhm. Also da wäre ich ganz vorsichtig. Also so schön ist bei meinem Heilpraktiker, also dann, wenn ich schon am Gehen bin, dann ruft er noch, ja und Herr Löschen, bitte viel trinken. Aber also wirklich, da ist was dran. Ja, weil dann weiß er auch, dass Sie das nicht bewusst tun. Und er hat richtig Freude, oder wenn er mal so einen Blutwert interviewt, sagt, das ist ganz toll, also Wahnsinn und in Ihrem Alter. Und, also das ist so schön. Ja. Und ich glaube auch, dass eben der Beruf des Heilpraktikers ist eine sprechende Medizin. Also, ja, eine zugewandte. Jetzt haben wir aber noch
die Blutigelchen, ja, das machen ja auch die Heilpraktiker, und dann haben wir das Schröpfen, ja, was ja auch gut ist, und dann das Entgiften ist ja auch ganz wichtig. Also ja. Entgiftung des Körpers, da ist ja die Heilpraktikerkunde ist ja da wirklich, würde ich schon sagen, Tabellenführer, oder? Ja, mit viel Erfahrung ja. Ausgestattet, das spielt auch eine Rolle. Also diese Methoden sind Jahrhunderte alt, das muss man sehen. Da ist auch Erfahrung weitergegeben worden, und wenn sie nicht wirken würden, wären sie längst schon nicht mehr da. Also das ist ein Bereich der traditionellen europäischen Medizin, den Sie jetzt hier angesprochen hatten, den wir vorhin schon mal hatten. Diese Aus- und Ableitungsverfahren, also auch Blutekel, die ja auch eine verdünnende Substanz ins Blut geben, wo einfach mal der Blutfluss verbessert wird. Das Schröpfen aus unterschiedlichsten Gründen anzuwenden. Also das ist die klassische Naturheilkunde. Und die pflegen wir hier sehr. Also das ist ein ganz großer Bereich. Außenableitung heißt das dann bei uns. Also ich könnte mit Ihnen jetzt noch eine Stunde weitersprechen, aber leider sind wir am Ende der Sendung. Also vielen herzlichen Dank, Frau Hilbert Mühlig. Also es war spannend. Ich darf Ihnen danken. Genau, und wir kommen sicherlich mal wieder. Vielen Dankeschön. Dank. Ja. Liebe Zuschauer, das war's wieder. Also ich denke, wir haben ein schönes Bild gezeichnet. Die Dame, die wirklich auch sehr, sehr gesund aussieht, hat uns gerade, glaube ich, beschrieben, was eben der Beruf des Heilpraktikers so alles hergibt. Wir sehen uns wieder nächsten Samstag. Dann noch einen schönen Abend. Gute Unterhaltung bei Löschen präsentierte Ihnen Ihre Münchner Bank.